Ein Hardtail mit Bosch CX Motor. Und das Besondere ist natürlich bei Moonraker, die kommen aus dem Downhill-Bereich. Deswegen ist die Geometrie auch so ein bisschen downhillig. Aber das ist tatsächlich ein Tourenrad. Ja, grüß dich, Majid. Na, grüß dich, hi, Sven. Ja, früh morgens, das bist du gar nicht gewohnt. Nee, um 8 Uhr, dass du da vorbeikommst, ist schon selten. Aber gut, wir haben es hingekriegt heute. Wir sind in Gießen, 20. Oktober und Moonraker, Name? Das ist der Prime X. Die Prime-Serie haben wir ja mit dir schon mal gedreht. Die ganz normalen Hardtails. Und diese Hardtails wurden dann quasi ein bisschen humanisiert, sage ich mal, mit Schutzblech, Gepäckträger und Ständer. Und das Ganze nennt sich dann Prime X. Es kostet 3.899 Euro, hat eine tolle Ausstattung, unter anderem natürlich, wie soll es anders sein, Bosch Performance Line CX, vierte Generation. Genau, die neue CX mit dem großen Ritzel, der auch abkoppelt, Race-Face-Kurbeln, die jetzt schon überdimensioniert sind für den Einsatz eigentlich. Der Motor wird bei Moonraker auch sehr schön, sag ich mal, verpackt, also integriert in den Rahmen. Man sieht's, und bei dem Akku haben wir ja auch den großen 625 Wattstunden. Großen. Ja, wir haben sogar schon gezeigt gestern, was war das für ein Hersteller? Das 700? Stevens, genau. Stevens. 726, mit welchem Motor? Shimano. Das war mit der Shimano, aber die ersten Bosch-Motoren mit 750 Wattstunden, die werden also im großen Stückzahlen wahrscheinlich Mai, Juni auf den Markt kommen. Ja, das ist jetzt auch ein 22er Modell. Dieses Modell wird es nicht als 700 Wattstunden geben. Gott, das heißt ja auch ein Problem bei bestimmten Rahmengrößen, dass du das gar nicht reinmachen kannst, weil der Akku zu lang ist. Genau, bei vor allem Rahmengröße S und M wird es bei manchen Herstellern problematisch. Die Firma Focus, die hat dann quasi Rahmengröße S immer mit 625 Wattstunden und bei Rahmengröße M kriegen sie dann den 700er rein. Ja, Einsatz für das Rad, hat einen Gepäckträger, also für Leute, die ein bisschen pendeln zum Beispiel. Für Leute, die halt pendeln wollen, über Schotterwege fahren wollen, durch den Wald. Wie können wir den Reifen zeigen, der Maxxis? Das sind ja die 29 Zoll Laufräder. Die sind also sehr laufruhig im Vergleich zu 27,5 und die sind auch sehr, sehr breit. Fast wie ein Moped. Fast wie ein Moped. Es müssten, denke ich mal, so 8 cm sein oder 7. Also wenn du zufällig ein 2-Euro-Stück da hast, hast du eins da? Ein 10 Cent ist auch gut. Genau, leg mal drauf. Ach nee, wir haben es doch nicht. 2 Euro Stück. Ein 2-Euro-Stück ist da. Also, so, das sind 2 Euro. Sieht, wie groß der Reifen ist. Jetzt könnt ihr alle mal googeln, wie breit ein 2-Euro-Stück ist. Aber 3 2-Euro-Stücke sind es dann. Also 6 cm, 6, 7 cm muss der Reifen breit sein. Der Einsatzzweck ist halt für Waldwege gedacht, leichte Waldwege, Schotterwege, dann natürlich auch auf der Straße. Vor allem bei so einem Wetter, wenn Kopfsteinpflaster nass ist, sind die ja super, super glatt. Dann hat der Reifen auch natürlich Profil, den kann man mit wenig Luft fahren, dann habe ich auch Traktion und habe so richtig Grip auch im Winter. Wenn ich mal über Laub oder so auch fahre, dann habe ich auch... Ich kann da aber noch einen anderen Reifen drauf machen. Ich könnte sogar einen Mountainbike-Reifen drauf machen. Du kannst natürlich einen Smart Sim Reifen machen, der mit so leichten Stollen ist, oder den Hurricane. Dann geht er auch hier mit dem Schutzblech ohne Probleme rein. Ja, wir sind bei Switchbike in Gießen. Ihr habt über 1000 E-Bikes vorrätig. Du kriegst jetzt nochmal, ich glaube, 400 im Dezember rein. Ja, nur von einem Hersteller. Nur von einem Hersteller. Also wir kriegen laufend Ware rein. Da braucht sich jetzt keiner Sorgen zu machen bis Januar. Also die große Flaute wird erst wahrscheinlich Februar kommen, wo es dann richtige Knappheit gibt. So, ich muss das nämlich ein bisschen erklären. Ihr seht so aus wie so ein kleiner Wald- und Wiesendorfhändler hier mitten in Gießen, weil ihr so ein bisschen klein seid. Aber ihr habt wirklich weit über 1000 E-Bikes immer da. Du kriegst jeden Tag, also die armen Jungs, die aufbauen müssen. Es gibt der nächsten Erweiterung, das heißt, ihr habt noch mehr Platz, das wird kommen. Ja. Wir haben noch mehr Platz und die Außenlager, die werden sich auch vergrößern, damit wir einfach auch die Fahrräder viel besser präsentieren. Und momentan platzen wir aus aller Nähte. Du hast schon mal unseren Laden oft genug gezeigt, innen drin oder das Lager. Wir sind einfach voll. Okay, das wollen wir nur sagen. Also wenn jemand Interesse hat, sieht das hier jetzt. Wir drehen heute am 20. Oktober. Du kriegst laufend Ware rein, also egal was wir drehen. Du hast Verfügbarkeiten, also dieses ewige, es gibt keine E-Bikes. Vorbestellen oder vorkaufen. Das geht natürlich bei Rädern, die noch nicht produziert sind. Da können die Leute gerne vorbestellen. Jetzt bei Highbike-Modellen haben wir das und auch bei anderen Herstellern. Aber wenn jemand jetzt sofort ein E-Bike will, auch das aktuelle Modell, findet er bei uns immer was. So, er kann also einfach vorbeikommen hier. Genau, er kann hier einfach vorbeikommen. So, ich habe 24 Marken, unter anderem Moonraker. Die aus Spanien kommen, die haben wir jetzt neu reingenommen. Die sind ganz neu auf dem Markt, oder? Die gibt es schon länger, die waren halt im Downhill-Bereich sehr stark und jetzt machen sie auch humane Räder, die halt auch sehr, sehr schick aussehen. Du zeigst gerade die Schaltung. Ja, werf mal eine Lanze für SRAM. SRAM S6, 12 Gang. Eine sehr hochwertige Schaltung, die auch sehr leise ist im Vergleich zu Deore
und auch sehr zuverlässig. Das ist quasi die nach NX kommt das her und ist halt eine Stufe unter GX. Das ist genau die professionelle Bereich, so im Mittelbereich. Dann haben wir bei dem Dämpfer auch den RockShox Recon. Das ist eine Luftfedergabel schon verbaut. Die hast du auch schon mal gezeigt, EMTB Ready. Das heißt, die sind dann noch mal ein bisschen steifer, weil E-Bikes dann natürlich ein bisschen mehr wiegen. Bei den Bremsen habe ich sehr, sehr hochwertige Bremsen von SRAM verbaut, die Level T. Die greifen richtig zu. Also die Leute, die es hatten, die werden es bestätigen. Und dann haben wir beim Display halt ein schönes Intuvia-Display, der halt sehr klein ist an der Seite. Die brauche ich auch nicht abzumachen. Mach mal an, bitte. Man braucht halt auch nicht Angst zu haben, dass es geklaut wird. Das Fahrrad stand jetzt 2-3 Tage draußen. Das Regen hat dann schon... Was? Es stand draußen? Steht immer was. Räder vor der Tür. Das kannst du dir schon mal zeigen. Man muss dazu sagen, ihr müsst die Räder mittlerweile rausbringen, sonst könnt ihr gar nicht mehr durch den Laden durchlaufen. Genau. Auch im Winter müssen wir die Räder raustragen. Aber momentan geht es auch mit den Temperaturen. Also wenn es dann Frost kommt, dann machen wir es natürlich nicht mehr. Ein cooles Rad. Das heißt Hardtail. Du hast natürlich durch diese dicken Reifen einen unglaublichen Komfort. Du hast einen unglaublichen Komfort, wenn du auf der Straße fährst, weil du kannst sie sowohl mit viel Luft fahren, als auch mit wenig Luft und hast halt die komplette Sicherheit. Du hast auch einen Ständer dran, also wie so ein Trekkingrad. Brauchst jetzt nicht einen Baum zu suchen, wo du das Fahrrad dann anlegst. Erklär jetzt nochmal das Thema Sicherheit. Das heißt, wenn der Reifen mit Niedrigdruck gefahren wird, dann liegt er natürlich satt auf der Straße. Genau, der geht dann natürlich schneller kaputt. Aber bei den großen Reifen, bei diesen Ballonreifen, dann habe ich halt so eine Range von ungefähr 1,5 Bar und dann kann ich die mit viel Druck fahren oder auch mit wenig Luft. Und wenn ich mit wenig Luft fahre, dann liegt der halt im Winter besser auf der Straße. Das ist eine Mountainbike-Felge, oder eigentlich? Eigentlich ist es eine Mountainbike-Felge, genau. Das heißt also, hier kann ich sogar Mountainbike fahren. Das ist eigentlich interessant für Leute. Dann natürlich, ja genau. Also wenn du dann Smart-Sem-Reifen drauf machen willst, ist es überhaupt Probleme machbar. Das sind auch 29 Zoll. Beim Gepäckträger haben wir auch jetzt auch ein System-Gepäckträger. Das ist jetzt kein 0815-Gepäckträger. Das heißt, ich kann dann die MIG, das ist jetzt ein MIG-System, ich kann dann Körbe, Taschen oder alles andere mit dem MIG-System hier reinklicken. Das ist ohne Probleme machbar. Natürlich Ultra-Reichweite, 625 Batterie drin. Also 80 bis 110 Kilometer sind überhaupt kein Problem in den 625. Ich habe jetzt einen Kunden gehabt, der hat sogar 170 Kilometer geschafft im Urlaub. War ich auch erstaunt, dass er es erzählt hat. Wir haben Licht, also du brauchst jetzt auch keine Sorgen zu machen im Winter. Gestern haben wir es ja gemerkt, wo wir gedreht haben. Es wird sehr schnell, jetzt mittlerweile dunkel. Die sind auch fest verbaut, die werden auch vom Akku gespeist. Da brauchst du jetzt auch keine Angst zu haben, dass ich die Akkus nicht dabei habe oder die Akkus nicht geladen sind. Die Ladebuchse, wo ist sie? Die Ladebuchse, die ist meiner Meinung nach nicht so schön gelöst. Die ist hier unten. Da unten? Genau. Na gut, sie ist aber dicht. Die ist dicht. Andere Seite? Da ist sie, ja. Das müsste Moonraker, finde ich, in Zukunft irgendwo anders platzieren, weil da kommt halt auch viel Dreck rein. Also hier haben wir natürlich ein Schutzblech, da kommt jetzt nicht so viel Dreck rein bei den Modellen, aber bei den anderen Modellen ist es da auch, bei den Mountainbike- oder Enduro-Modellen. Und das könnte man besser lösen. Ansonsten. Apropos Dreck, ihr habt jetzt auch eine ganz tolle Marke, Trek heißt sie. Trek, genau. Ja. Trek, Trek. Das ist der letzte Trek. Das ist der letzte Trek, genau. Nee, aber ich sag mal, insgesamt bist du mit Moonraker sehr zufrieden. Ja, liefern eine super Qualität. Man sieht es auch, überhaupt keine Lackfehler, wenn die ankommen. Jetzt ist die Lampe, ein bisschen hoch, oder? Die Lampe ist ziemlich hoch. Die sehr schön. Ich wollte es mal sagen, bevor es irgendein Kunde sagt. Ja. Hydroforming? Hydroforming natürlich bei den Alu-Profilen. Erklär mich auf Hydroforming, was ist das? Also du machst da mit Druckwasser oder Drucköl halt Aluminiumprofile in so eine Form rein und dann mit Pressure wird das dann einfach dann quasi... Mit was? Mit Druck wird das dann quasi geformt und dann hast du die Rohlinge, die du dann später aneinander schweißen kannst. Das kommt natürlich von der Autobranche, gab es jahrelang nicht. Die Fahrräder waren alle so stinklangweilig mit dem normalen Rohr quasi zusammengeschweißt und jetzt kriegt man halt durch Hydroforming Formen hin, die früher nicht machbar waren. Ich zeig mal gerade, hier vorne sieht man es schön beim Nox. Das ist übrigens nochmal, es geht noch brachialer, denn das hier ist nur quasi klar lackiert und das rohe Aluminium sieht natürlich auch ganz schick aus, womit wir beim Thema sind. Also wenn jemand das haben möchte, die Bereifung nochmal Zoll? 29 Zoll. 29 Zoll, also ein Erwachsenenfahrrad. Rahmengrößen, was hast du da? Wir haben alle Rahmengrößen da und das Fahrrad kriegen wir durchgehend rein. Also wir kriegen immer so Batch, ein Batzen nach dem anderen rein. Also eine ordentliche Schaltung, eine ordentliche Gabel.
du hast natürlich den Topmotor mit dabei, du hast eine klasse Gabel. Ich weiß, letztes Mal hat sich einer beschwert, die, ich sag mal, das ist eine hundsgewöhnliche Gabel, die Rikon, aber die ist klasse. Die ist eine der hochwertigsten Gabel jetzt in dem Bereich, also im Trekkingradbereich hast, ist es ja eigentlich unüblich, eine Luftfederung zu haben. Es ist auch sehr unüblich, jetzt einen Rockshock zu haben. Wir haben ja schon mit dir so viele Videos gesehen, da geht einfach der Santo XCR oder XCM rein. Ne? Und im Trekkingradbereich ist es schon eine super Gabel. Also da können die Leute jetzt nicht bei einem Trekkingrad Fox 38 oder Fox Factory 36 verlangen. Geht ja nicht. Das ist ja nicht genau möglich. So, und ich werde nochmal ganz kurz die Lanze nochmal ins Feld schmeißen für diesen Ladeanschluss. Er ist dicht und macht euch keine Sorgen. Du hast ihn gerade eben so abgewertet, also das passt schon. Also Moonraker Primex. Pluspunkte und auch die Minuspunkte bei jedem Fahrrad. Und ach so, das heißt, du bist so ein ehrlicher Typ, der dann sagt, alles geil, außer die Ladebuchse. Genau, die Leute kennen uns ja von den Videos. Also. So, 3.899 Euro. Das Ladegerät wird natürlich wie bei Apple jetzt extra verscheuert, oder? Nee, aber vielleicht kommt es irgendwann mal in der Fahrradbranche, kann ich mir gut vorstellen. Aufgrund von Umwelt, ne? Das aufgrund von Umwelt, ja. Wird das jetzt extra verkauft? Glaubt jeder jetzt. Nee, ist dabei. Ne? Ist dabei natürlich. Noch ist es dabei natürlich. Die nächsten Jahre wirst du wahrscheinlich auch dabei sein. Mal gucken, was die Fahrradbranche dann sich überlegt. Aber genau, ganz kurz auch zum Lenker. Ja. Der Prime X Lenker, der ist ja gerade, weil es ein, der Prime Lenker ist ja gerade, weil es ein Hardtail ist. Jetzt beim Prime X ist auch so ein schöner geschwungener Lenker, der auch nicht so breit ist, damit man halt auch sehr komfortabel auf dieses Fahrrad drauf ist. Also die legen halt schon viel Wert auf Komfort bei diesem Modell. Gut, das haben wir jetzt gezeigt. Also alle Größen da. Das Interessante dabei ist auch, dass du hiermit natürlich auch die Möglichkeit hast, mit etwas Umbau schon einen Kindersitz drauf zu machen für ganz kleine Kinder. Das würde gehen. Ansonsten sagst du immer Anhänger am besten. Ne? Anhänger am besten. Ich muss gucken, bis wie viel Kilo der Gepäckträger zugelassen ist. Das ist ein 25 Kilogramm. Also da würde der Harmax drauf gehen, der Harmax Kindersitz. So, also wenn man da jetzt ein Baby hat oder so, bis zu 2 Jahre und so, da geht das. Überhaupt kein Problem, aber dann empfehlen wir natürlich einen Anhänger mit einer Achse. Das hat ja Steckachsen hinten, dann machen wir eine Achsenverlängerung von Thule oder Cruiser rein. Und dann kommen die Kupplungen und dann zack, bist du schon drin. So, kurzes Detail noch hier, also auch schön verarbeitet. Und Moonraker, also keine Angst. James Bond, obwohl der ist jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen, der James Bond. Ich habe so immer das Gefühl, ich glaube, war der längste James Bond, 160 Minuten. Du warst noch nicht drin? Ich war noch nicht drin, aber ich wollte die Woche reingehen. Du musst ihn gucken, es ist, ich habe nämlich Angst gehabt während des Drehs, dass er vielleicht an Altersstäche einfach stirbt. Aber ich war auch beim letzten Mal, da habe ich erstmal nichts verstanden, weil ich die vorherigen James Bonds nicht angeguckt habe. Aber nicht spoilern hier, komm. Aber also ich hatte beim letzten, jetzt den neuen muss ich mir angucken, das kenne ich ja die ganzen Geschichten mittlerweile. Vom ja, du bist Majid Park, du sprichst 19 Sprachen, hast 3 Mastertitel, nee, ohne Witz, und kommst eigentlich aus dem Handelsbereich, das heißt, du hast was studiert? Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen, BWL und Strategiemanagement studiert. Kannst du es noch schneller sagen, dann kann es keiner mehr verstehen. Wirtschaftsingenieurwesen, Bereich Maschinenbau, ja. Dann BWL und Strategiemanagement. Wirtschaftsingenieur bist du, so. Das heißt also im Prinzip, du kannst auch feilen und so? Kann ich auch. Ich bin auch gerne in der Werkstatt bei uns. Und der typische BWLer, der nur mit Zahlen zu tun hat. Nee, du hast ohne Witz, du hast 3 Master, oder? Genau, 3 Bachelor und 1 Master. Aber gut, ist jetzt unwichtig. Und du bist wie alt bist? Ich bin jetzt 28. Weil du siehst nämlich so jung aus, deswegen wollte ich da nochmal gerade sagen, hier, der Majid ist gar nicht dumm. 3 Mastertitel und das Ganze, wie bist du dann in die Fahrtbranche gerutscht? Du hättest ja was Ordentliches machen können. Ja, irgendwann mal hat mich nachts mein Vater angerufen und meinte, er hat jetzt einen Fahrradladen übernommen. Und das ist jetzt sein Hobby. Ich war überrascht, 2 Uhr morgens, dass er einen Fahrradladen übernommen hat. So, ich zeig's mal gerade, der Laden heißt Bornemann. Gibt es übrigens im Jahr 2023 dann 100 Jahre und das Geile daran ist, der ganze Laden platzt vor Rädern. Du hast mich dann angerufen und hast gesagt, du musst den Leuten das sagen, Husqvarna habt ihr und so weiter. Wenn man jetzt Interesse hat, will wissen, ist es denn noch da? Rufnummer? Rufnummer 0641 34393 oder einfach eine E-Mail oder ein Kontaktformular auf unserer Website ausfüllen und wir antworten. Also 34393 in Gießen. Mein Gott, ich drehe schon so lange, ich kenne die Nummer bald auswendig. Vielen Dank fürs Einschalten. Moonraker Prime X 2022. Tschüssi. Ciao, macht's gut.